den Call to Action aus, ne? Also buchen sich einen Termin. Ja, häufig sogar, während wir mit denen noch im Gespräch sind. Ja, und was gibt es denn Schöneres, als wenn so dieses Oldschool, ja, ich nehme mal Ihre Terminvorschläge auf. Und dann muss ich die wieder abgleichen mit meinem Kunden oder mit meinem Vertriebler oder was auch immer. Ja, und mit dem CEO. Und ja, hast du da auch Zeit und so und so. Und so leitest du den einfach im Telefonat auf deine Webseite, ja, oder bei uns auf die Webseite unseres Kunden. Da ist dann ein Kalendri, ne, also ein Kalender, der schon mal synchronisiert ist, wiederum mit deinem Kalender oder mit beliebig vielen anderen Kalendern innerhalb deiner Organisation, andere Vertriebler, CEOs und Consultants und you name it. Ja, und dann kann der sich da direkt einen Termin buchen, bekommt sogar eine Bestätigung auf vollautomatisiert, ja, wo dann nochmal Informationen drin sein könnten, nochmal eine Option zum Download, wo dann quasi er nochmal sozusagen seine Entscheidung nochmal verfestigen sich kann. Ja, dann bekommt er automatisierte Erinnerungs-E-Mails. Das ist die No-Show-Rate, sprich, das ist die Rate, ja, da wo er letztendlich dann nicht doch wieder verschieben muss den Termin oder nicht erscheint, sich maximal minimalisiert, ja, und so weiter und so weiter. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig von den aktuellen Möglichkeiten genutzt werden, gerade bei Softwareentwicklern und Techies und Ingenieuren und so weiter, die zwar in ihrem Bereich super Asse sind, aber wenn es dann um so kleine Schnittstellen geht, Automatisierung in Kombination mit Marketing, ja, und Vertrieb und das alles unter einen Hut zu bringen, ja, da ist quasi teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen, tote Hose. Ja, und das ist einfach so schade, weil das ist so die Basis, das Fundament, ja, deiner Firma, dass sie optimal eben skalieren kann überhaupt. Ne? Denn alle kleinen Ineffizienzen, wenn du hochskalierst, ja, skalieren leider mit. Ja, und dann wunderst du dich vielleicht, wenn du da mal 10, 20 Leute hast und dir fliegt das Ganze um die Ohren oder du befindest dich im Krankenhaus oder deine Frau lässt sich von dir scheiden, weil du einfach überhaupt nicht mehr nach Hause kommst oder dein Sohn erkennt dich gar nicht mehr wieder. Und wenn dein Sohn mal 18 Jahre ist und fragt er sich, okay, wer war eigentlich noch mal mit meinem Vater? Ne? Den habe ich jetzt halt irgendwie in den letzten 10 Jahren fünfmal gesehen. Also, es ist wert, bei uns mal einen Termin zu buchen, glaube ich. Oder eine halbe Stunde gratis, nehme ich mir sogar Zeit für dich. Ja, der nächste Step war dann 2 Stunden, 1000 Euro, was ist das schon? Okay, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Bis dahin, wir sehen uns. Happy Hunting, ciao.